Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf meinem Channel. Ja, die Weekend Offel ist schon einige Tage vorbei, aber etliche Updates sind dadurch ins Haus gekommen, welche ich euch nach und nach hier auf meinem Channel vorstellen möchte. Wenn ihr aber vorab schon mal einen Überblick über die kompletten Weekend Offel Updates haben wollt, dann schaut doch gerne bei meinem Special Vlog vorbei über die Weekend Offel, die jetzt im November stattgefunden hat. Wenn ihr noch tiefere Einblicke in die Weekend Offel haben möchte, dann kann ich euch empfehlen, geht mal auf Olli Ankerts Kanal, denn auch er hat ein Special Video über die Weekend Offel gemacht, wo er bewegt das Bildmaterial von der Wig und Ophel eingefügt habt und dort könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ollis Kanal werde ich unten mal verlinken. Ja, wie gesagt, viele Updates sind ins Haus gekommen, unter anderem auch der neue Man in Black. Und Man in Black, das ist ein Filmtitel, wo man unweigerlich an zwei ganz bestimmte Namen denkt: Will Smith und Tommy Lee Jones. Ja, nach Teil 1 und 2 mussten wir schon ziemlich lange warten, bis Teil 3 in die Kinos kam, welcher die beiden Ikonen wieder vor der Kamera vereint hatte, aber da war schon klar, dass ein vierter Teil sehr wahrscheinlich nicht so schnell kommen wird. Ja, jetzt haben wir doch noch einen vierten Teil bekommen, Man in Black International, und hier war auch schon schnell klar, dass Tommy Lee Jones und Will Smith nicht mit an Bord sein werden. Ein herber Rückschlag für die Fans, aber dennoch bin ich sehr gespannt, wie dieser Film sein wird. Ich gebe ihn auf jeden Fall mal eine Chance. Auch wenn ich hier ohne eine Sichtung schon wage zu behaupten, dass er nicht annähernd an die Urtrilogie herankommt, was den Charme angeht. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir jetzt das D-Book zu Man in Black International gekauft und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Zuerst schauen wir uns die J-Card an. Wir sehen vorne, dass das Ganze ab 12 Jahren freigegeben ist. Man in Black International Steelbook Edition. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wir haben eine Inhaltsangabe. Wir haben hier ein paar kleine Szenenbilder und wir haben hier unten Angaben zu Bildformat, Sprachen, Tonformat und Untertitel. Und ansonsten ist das Ganze relativ schlicht gehalten. Ja, wir schauen uns das Steelbook an und dieses gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wir sehen hier vorne die beiden Hauptprotagonisten des Films, unter anderem Chris Hemsworth. Und oben sehen wir MIB International. Und das Ganze sieht doch sehr cool aus. Wir haben ein mattes Steelbook mit leichtem Metallic-Look. Das Blau kommt hier richtig schön zur Geltung. Und der Druck ist wirklich knackscharf. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir schauen uns das Spine an. MIB International. Und passt farblich zum Rest vom Steelbook. Sieht sehr, sehr nett aus und die Rückseite sieht auch sehr genial aus. Ja, ich sehe die Rückseite jetzt zum ersten Mal und das sieht wirklich nice aus. Auch hier die Farben sehr kräftig, der Druck sehr hochwertig. Dieses Steelbook macht echt was her. Ich bin gespannt, wie der Film ist, ob er genauso gut ist wie der Druck auf dem Steelbook. Das würde doch schon einiges versprechen. Ja, wir öffnen das Ganze mal und schauen dann mal aufgeklappt auf das Steelbook drauf. Ein sehr, sehr geiles D-Book, wie ich finde. Und wir schauen mal ins Innere. Und auch hier jetzt schon sehr cool. Wir schauen uns die Disc an. MIB International. Und der Innendruck ist hier auch knackscharf. Ein sehr, sehr schönes Bild. Sehr hochwertig. So muss ein D-Book-Druck aussehen. Sehr, sehr geil. Ja, und das war's auch schon zu diesem Steelbook, welches mir persönlich sehr gut gefällt. Ich wechsle nochmal die Position, sag noch ein paar Worte zum Abschluss. Bis gleich. Ja, das war das D-Book zu Man in Black International und wie eben erwähnt, glaube ich nicht, dass der Film an die Urtrilogie herankommen kann, aber dennoch erwarte ich eine nette Sci-Fi-Action-Komödie. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf den Film. Es wird für mich eine Erstsichtung. Ja, ihr könnt mir unten mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den neuen Man in Black schon gesehen habt. Wie findet ihr dieses D-Book? Wie findet ihr den Film? Kommt er für euch an die Urtrilogie heran? Wie sehr fehlen euch Tommy Lee Jones und Will Smith? Schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.
We'll be right back.